Als wir 2001 gegründet haben, war die Idee, möglichst schnelle Fahrzeuge zu bauen in einer Endgeschwindigkeit. Die Reifenindustrie begrenzt zurzeit auf etwa 400 km/h je nach Reifenmarke und deshalb beschränken wir uns eigentlich auf die 1000 PS. Es sind für Spezialanwendungen, Beschleunigungsrennen auch höhere Leistungen möglich, 1200 PS, 1400 PS mit Spezialbenzin. Für den Alltag, das was ich favorisiere, sind wir aber bei 1000 PS. Bedeutet Tuning als Wort an sich speziell technische Verbesserung. Wir legen zwar auch großen Wert auf Design, aber es ist nicht unser Hauptaugenmerk. Wir werden 9FF, speziell 9FF Racing, in naher Zukunft des Öfteren auf der Rennstrecke sehen. Mit unseren beiden Projektfahrzeugen. Hinter uns GT9 Clubsport, auch ausgelegt auf maximal niedrige Rundenzeiten. Also auch Trackday und Rennsport wird im Frühjahr jetzt hoffentlich auf der Nordschleife sehr schnell werden. Wir machen in jedem Falle so weiter, wie wir bisher weitergemacht haben, werden uns aber etwas vergrößern, Stichwort Querbeschleunigung, um zu zeigen, dass wir eben nicht nur geradeaus schnell können, sondern auch schnell um die Kurve. Anderer Bereich wird sein die historischen Fahrzeuge. Wir arbeiten gerade an zwei neuen Projekten in dem Bereich. Ich sagte auch noch gar nicht zu viel, aber auch da wird es mit historischen Fahrzeugen sehr schnell werden. Das Wasser aus dem Auspuff? Ja, muss. In meinen Regen. Hör mal, du hast unsere Kamera nass gemacht.